ist jetzt schon die dritte Kur, die in dem Jahr verliere. Jetzt beruhig dich doch erst einmal, Kreitmeier. Du riechst sie reich. Wie steht das Wasser eben schon bis zum Hals? Was? Ja. Der war nicht was. Herr Kreitmeier, ich habe ja schon mal gesagt, machen Sie einen Zaun. Ja und? Mit was soll ich das zahlen, hä? Schaut, sind ja bloß die damischen Touristen, die ja wieder raufkommen, die mir mein Viech gescheit machen. Moment mal. Herr Kreitmeier. Beim Geld, da hört sich der Spaß bei mir auf. Haben Sie gesehen, wie die Kuh abgestürzt ist? Nein, die lag ja schon da unten, als wir hier angekommen sind. Der redet doch gar so ein Schmarrn daher. Richtig im Griff hat es gehabt, ihr Bagage. So schaut's aus. Also jetzt reicht's aber. Gegen diese Dame werde ich Anzeige erstatten. Sie werden mir für den Schaden gerade stehen. So einfach ist es. Das kann er doch nicht ernst meinen. Er kommt schon wieder zur Vernunft. Schauen wir mal. Morgen, Herr Kreitmeier. Morgen. Morgen. Erholt vom ersten Schock. Das hab ich heute schon mal jemand gefragt. War schon jemand da? Na ja. Der Herr da von gestern mit der gelben Westen. Georg? Ja, das gibt's doch nicht. Was wollte er denn? Wahrscheinlich das Gleiche über Sie. Herr Kreitmeier, die Frau Pauli hat mit der Sache überhaupt nichts zu tun. Wollen Sie sich das mit der Anzeige nicht noch mal überlegen? Da wird so lange keine Ruhe nicht sein, solange die damischen Kraxler da raufkommen. Also, müssen wir Ihnen eben heute mal einen Denkzettel verpassen. Also, Herr Kreitmeier, entschuldigen Sie. Kommen Sie, kommen Sie. So hat es keinen Sinn. Kriegt doch seinen Mund sowieso nicht auf. Wo ist er denn? Lupferritz, jetzt dreh ich schon mal endlich auf. Grüß dich, Kreitmeier. Dürft mir dir mal stören? Was gibt's da? Wir suchen immer noch den, der den Haken angesägt hat. Und da haben wir uns gedacht, vielleicht ist dir irgendwer aufgefallen. Außer euch, niemand. Sonst noch Fragen? Also, der Schlüssel passt. Hey, sag mal, was ist jetzt denn hier da? Das Schloss da. Das wird die teuer zu stehen kommen. Das ist doch der Ihre, oder? Gib ihn her! Nie im Leben. Und dreimal darfst du raten, wo wir den gefunden haben. Schleicht's euch! Das ist für Hausfriedensbruch, was ihr da macht. Ich hol die Polizei. Da gehen sofort. Das kommt uns nur entgegen. Ihr könnt mir überhaupt gar nichts beweisen. Aha. Und wie kommt der Schlüssel dann da oben in die Wand? Das eine verspreche ich dir. Wir stellen dir den ganzen Hof auf den Kopf. So lang, bis wir alle Beweise gefunden haben. Schau, Kreitmeier. Das hat doch keinen Sinn. Es ist vorbei. Es gibt's doch zu. Was wisst denn ihr schon, was das bedeutet, seine Existenz zu verlieren? Weil eine Kuh schon mehr wert wie ein paar Magel, wenn man die nicht mehr hat. Ja, das ist umso schlimmer. Du hättest bei einem Menschen auf dem Gewissen gehabt, Kreitmeier. Kann ich nicht riechen, dass ausgerechnet der Kramer da oben umeinander kraxeln muss. Das ist doch der Wahnsinn, das kannst du laut sagen.